So, also TikTok hat ja sehr viel Kritik jetzt schon bekommen, aber fangen wir erstmal mit den guten Dingen an. Also TikTok ist ja gerade bei den jüngeren Zielgruppen super beliebt. Also Kinder, Jugendliche, also das ist durch die ganz kurzen Videos, durch die Vielfalt von verschiedenen Inhalten, kurz und unterhaltsame Videos, ist es eine super beliebte Plattform geworden. Ich würde fast sagen, jetzt auch gerade die beliebteste unter den Kindern. Hier funktioniert es so, also der Algorithmus von TikTok, da gibt es einerseits natürlich den Algorithmus, was interessiert einen und was möchte man mehr sehen. Der ist tatsächlich sehr ähnlich zu Instagram, deswegen würde ich den nicht nochmal groß erklären. Was glaube ich wichtig ist, ist zu wissen, dass TikTok wesentlich mehr Informationen sich holt. Also gerade bei den Datenschutzrichtlinien, also TikTok benutzt viel mehr Informationen von dem Gerät, wo man TikTok drauf hat, bedeutet E-Mails, bedeutet Suchmaschinen, also da gibt es wirklich sehr viele Faktoren, die genutzt werden, um den Algorithmus zu optimieren, also den persönlichen. Aber jetzt ist die große Frage, wie ist der Algorithmus in Bezug auf Kinderschutz auf TikTok, gerade weil das ja bei den Kindern super beliebt ist. Da gibt es unterschiedliche Dinge. Also erstens ist der Algorithmus, dieser Schutzmechanismus-Algorithmus, da gibt es erstmal die Inhaltsfilterung, bedeutet, am Anfang wird durch eine KI gefiltert oder kategorisiert, wie auf YouTube, was ich vorhin erklärt hatte. Was ist das für ein Video? Ist es ein Kochvideo? Ist es ein Fashionvideo, Comedyvideo, wie auch immer? Und dann wird das kategorisiert. Bedeutet, gefiltert werden natürlich auch Inhalte, die nichts auf dieser Seite zu suchen haben. Also sei es Gewalt, sei es pornografische Inhalte. Also die werden versucht rauszulöschen. Das wird meines Erachtens, glaube ich, immer gemacht, wenn ein Video gepostet wird, wird das durch diese KI geworfen und dann bekommt man raus, worum es sich handelt. Nicht nur der Inhalt dieser Videos, sondern auch die Caption, also der Untertitel von diesem Video und auch die Hashtags, die da benutzt werden, um mehr Traffic zu generieren. Dann gibt es eine Altersbeschränkung, bedeutet, manche Inhalte kann man nicht anschauen, bedeutet, es gibt ein paar Videos, die vielleicht nicht, die eine Altersbeschränkung haben. Bedeutet, wenn man ein Konto hat, was über 18 war, kriegt man so ein verschwommenes Icon über dieses Video. Und wenn man darauf klickt, dann wird erst gefragt, da drin sind möglicherweise gewalttätige oder nicht altersgerechte Inhalte. Möchten Sie sich das trotzdem anschauen? Und dann kann man sagen, ja, trotzdem anschauen. Das ist für bestimmte Inhalte aktiv. Das ist eine Art Schutzmechanismus, die Sie versucht haben, da einzuführen. Ist natürlich ein bisschen einfach zu umgehen, wenn man natürlich ein falsches Alter angegeben hat und dann einfach nur durch einen Klick sagt, ja, ich bin alt genug und ich bin mental fähig, mir solche Videos anzuschauen. Und was es natürlich noch gibt, ist das Meldesystem. Das gibt es ja bei jeder Seite. Da können Nutzer dann einfach problematische Inhalte melden und dann auf gegebene Verstöße aufmerksam machen. TikTok hat ja auch Livestreams, bedeutet, da kann der Algorithmus noch viel schwieriger Dinge filtern. Das bedeutet, da setzen sie erst recht auf dieses Meldesystem, dass man dann diese Live-Videos auch aktiv dann auch melden kann und sagen kann, dieser Mensch zeigt problematische Inhalte während des Livestreams. Also da ist dann gerade dieses Meldesystem super wichtig. Aber der letzte Punkt klingt natürlich etwas mit dem Meldesystem, als ob man sich darauf berufen würde, dass man hofft, dass die anderen NutzerInnen auf dieser Plattform dann diese Verstöße aufmerksam macht. Das ist natürlich nicht so. Also TikTok trägt auch große Verantwortung darüber, dass die jungen Nutzer auch von der TikTok-Seite geschützt werden. Das heißt,
Gerade die Verbesserung und die Selbstregulierung, die darauf setzt TikTok sehr und macht auch sehr, also hat auch Beiträge dazu auf TikTok gepostet, um Menschen, die vielleicht ein leichtes Suchtgefühl kriegen auf TikTok und vielleicht auf Seiten oder Profile rutschen, die nicht altersgerecht sind, dass man da versucht, die Kinder dann oder die jugendlichen Menschen abzuholen und an die Selbstregulierung zu appellieren. Aber das ist natürlich schwierig. Also das würde natürlich auch heißen, dass die jungen Menschen dann auch deren Verhalten super selbst reflektieren können. Aber vielleicht sind diese Kinder auch noch gar nicht in dieser Lage, das zu machen. Und deshalb gibt es natürlich dann auch eine Zusammenarbeit mit den Eltern und Erziehern, aber auch wie wir es auch in dem Medienkompetenzzentrum machen, dass wir mit Fachkräften sprechen darüber und aufklären, was die Risiken sind, ab welchem Alter das vielleicht nützlich ist, erst TikTok den Kindern anzubieten oder dass man das gemeinsam mit denen macht, damit man ein offenes Gespräch dauerhaft hat, dass Kinder immer, falls, egal ob es TikTok ist natürlich, egal welche Inhalte gesehen werden, dass man auch denen einen Safe Space gibt, dann über diese Dinge zu reden, was natürlich dann helfen könnte, um solche dann ungünstigen Situationen, wo vielleicht der Algorithmus nicht alles gefiltert hat, dass man das dann mit den Menschen dann aufarbeitet. Aber also es geht weiter, es wird immer weiter verbessert, also die Verbesserung von diesem Algorithmus, das wird immer weitergehen. Es gibt natürlich einfach das Problem bei TikTok, dass es auch sehr kurze Videos sind. Und damit dieser Algorithmus überhaupt greifen kann und überhaupt analysieren kann, worum es in diesem Video geht. Und so Videoerkennung ist natürlich auch nicht simpel. Das wird immer ein großer Punkt sein. Und dadurch, dass das so kurze Videos sein können, greifen die meisten Algorithmen noch nicht darauf. Also da wird es dann schon eher weiterhin, außer es gibt in der geraumen Zeit eine Lösung dafür, wird auf dieses Meldesystem plädiert. Und natürlich, die andere Sache ist, man plädiert natürlich auch sehr doll auf die elterlichen Kontrollmöglichkeiten. Bedeutet einerseits Tools, es gibt ja auch genügend Tools auf dem Markt und Play Store, wo man sich mit beschäftigen kann, damit man damit man TikTok oder alle anderen sozialen Medien oder andere Apps, dass Eltern ein offenes Gespräch haben mit den Kindern darüber, was für das Alter entsprechend okay ist, was nicht, was man auf TikTok erwarten kann, womit man sich, was man vielleicht dadurch sehen kann, die Risiken, was das Kind vielleicht noch gar nicht weiß. Das ist natürlich dann nicht mehr auf der TikTok-Seite, es ist nicht mehr auf der App-Seite diese Maßnahmen. Aber klar, wenn Kinder damit involviert sind, ist das natürlich eine sehr, sehr wichtig, dass es solche Tools gibt, dass man auch die Aktivität auf TikTok mit ihnen überwacht. Und falls das Kind partout TikTok möchte, also eine super Möglichkeit ist natürlich auch ein gemeinsames Konto zu erstellen und auf die Art und Weise überprüfen kann, in welche Richtung diese Videos gehen. Weil gerade auf TikTok ist das Problem, dass die sehr doll, dass der Algorithmus sehr doll mit den Hashtags arbeitet, die unten in den Videos sind. Und da gibt es natürlich dann auch Videos, wo dann irgendwie 20 Hashtags eingefügt wurden und wenn dann bei problematischen Inhalten ein ähnlicher oder genau der Hashtag auch erwähnt wird, dann findet der Algorithmus ja Ähnlichkeiten in Bezug auf den Hashtags und dann werden auch solche problematischen Inhalte trotzdem gezeigt. Also das ist dann immer dieses Risiko, dass man gerade bei jüngeren Kindern dann darauf achten muss, dass man sich entweder das gemeinsam anschaut, man gemeinsam durch TikTok scrollen kann, weil so 100% sicher kann man sich nicht sein, was TikTok alles vorschlägt, allein durch die kurzen Videos und durch diese Videoerkennung, die noch nicht so effizient ist. Genau, also zu dem Punkt Internetsicherheit und Pornografie. Also im Fokus
TikTok, also es gibt natürlich diese Problematik nicht nur bei TikTok, aber um sich ein Algorithmus oder ein Beispiel mal rauszuholen, habe ich mich für TikTok entschieden, weil das ja das gerade am interessantesten für die Jugendlichen ist. Ja, wie gesagt, also es gibt diese automatische Moderation, das ist das, was ich gesagt hatte bezüglich der Videoerkennung und Altersbeschränkungen, das hatten wir auch schon besprochen. Genau, also die kurzen Videos werden auch ziemlich schwierig erkannt. Das hatte ich schon vorweggenommen. Und dass die KI filtert und verbessert sich mit Nutzerfeedback, das ist dieses Meldesystem, von dem ich gesprochen hatte. Was wichtig ist, gerade bei TikTok und bei allen anderen Medien, ist wieder Transparenz. Also wie schützen Sie Kinder vor problematischen oder pornografischen Inhalten? Da gibt es auch eine Expertenkooperation. Also da wird ziemlich viel mit Sicherheitsexperten gesprochen und Möglichkeiten für diese Kindersicherung diskutiert und implementiert auch. Und aber ja, also wie gesagt, ich kann mich nur wiederholen, am wichtigsten ist wirklich gerade bei Jugendlichen, bei minderjährigen Kindern, dass die Eltern auch eine sehr große Verantwortung haben und sehr involviert sein müssen bei TikTok, weil das genau wie ich das bei YouTube erwähnt habe, bezüglich Filterblasen und Echokammern. Also wenn ein pornografisches Video mal auf TikTok ist und das Kind sich das gezwungenermaßen anschaut, weil das auf dieser For You-Page war, sind natürlich die ganzen Hashtags und die ganzen Interaktionen, die Menschen, die darauf mit dem Video interagiert haben, dadurch lernt der Algorithmus natürlich, dass für dieses Konto von diesem Jugendlichen, dass da Interesse besteht an diesen Videos, weil man das natürlich dann vielleicht, auch wenn das nur eine Sekunde geht, dann so gesehen zu Ende geschaut hat. Das heißt, die Watchtime war 100%. Bedeutet, dadurch werden immer mehr solche pornografischen Inhalte oder generell gewalttätige oder überhaupt problematische Inhalte auf deren For You-Page angezeigt. Und ja, also das ist ein sehr großes Thema. Es ist auch noch ein sehr offenes Thema, was weiter immer wieder bearbeitet werden muss und optimiert werden muss, da die Art, wie pornografische Inhalte im Internet verteilt werden, sich stetig optimiert. Genauso muss der Algorithmus, um so etwas zu finden, optimiert werden, weil ja dann immer weiter nur diese Schlupflöcher gefunden werden und ausgenutzt werden von solchen Inhalten auf so Apps, wo hauptsächlich Jugendliche sich befinden.